glaube, hier klatscht es, aber nicht Beifall. Und damit willkommen zurück zu Uncharted 1 aus dem Hause Dave Dern TV. Und eigentlich knallt es eher. Ich habe meine Maus noch hier im Bild. So. Ja, das, wir sind hier in einer interessanten Situation. Hier, das Problem ist, hier oben erwarten uns auch noch Leute. Da hinten sind Leute. Das heißt, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich hingehen soll. Okay. Gerade schießt aber nur der eine Typ von da hinten, was ich sehr interessant finde. Vor allem von wo? Da. Okay. Das heißt, wenn ich hier hingehe. Yes! Nice. Okay. Wo läufst du hin? Zwei Leute. Wo hat er die Granate hingeworfen, bitte? Hä? Hat er seinen eigenen Typi abgeworfen? Oh, wie fühlt sich das an? Das will ich nicht hoffen. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, super. Keine Munition mehr. Nix. Aber hier gibt's welche. Ja, genau. Sonst habt ihr aber keine Schmerzen, ne? Oh, Leute. Fuck, 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 fuck. Du bist tot. Alter, was ist das für eine Stelle, bitte? Ja, ah, oh, ich hab irgendeinen Savepoint erwischt. Scheiße. Fuck! Ah, scheiße. Das ist aber auch ein geiler Checkpoint hier mitten im Getümmel. Oh, Leute. Ja, das können wir schon wieder knicken. Wie viele sind das denn bitte? Nicht, dass jetzt hier einer hinterherkommt, aber anscheinend nicht. Wo? Musst du dich decken!
Fuck. Komm, so. Weg ist er. Meine Munition ist es aber auch. Fuck, ey. Das sind immer die geilsten Momente, oh, wenn er keine Munition. Oh nein! Oh nein! Haben wir es jetzt gleich mal bitte? Da ist immer noch Action-Mucke. Ich hab nichts gesagt. Oh, Leute. Ha. Gebt mir eure Munition. Oh, hier hätten so geile Waffen noch. Ja. Morsecode? Oder mehr? Du bist so gut. Dankeschön. 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 Ich weiß. Also, first try. Ich liebe es, wenn Dinge sofort funktionieren. Da können wir auch mal auf ein explosives Fass steigen. Was wahrscheinlich schon seit 50 Jahren da liegt und sehr morsch ist. Carl Creighton, Erfolg, sagt er. Und er hat so recht. Ich habe mich nie besser gefühlt. Zur Feier des Tages kriegen wir sogar ein paar Flöten hier um die Ohren. Geil. Wir werden jetzt hier nochmal diesen Bereich ein bisschen abgehen, hier unten. Die musikalische Untermalung dieses Spiels ist schon echt enorm, möchte ich sagen. Dankeschön. Komisch. Was möchtest du mir damit... Ist da irgendwie was versteckt oder was... Das sagt er doch nicht einfach nur so. Das ist komisch. Ja, da ist hier so ein Totem oder sowas, aber da kann er ja nichts mit machen. Oder? Moment. Hab ich da gerade was gesehen? Boah, hab ich wieder Hallus. Aber ich komme da ja auch nicht hin. Alter. Ja, da haben wir gekämpft. Nee, das ist richtig. Hast du gut erfasst? Oh. Tipp. Ja. Da haben wir gekämpft. Das ist wohl richtig. Es wird auch nicht falscher, je öfter wir da hinsehen. Ne? Also nur zur Info. Also, können wir hier noch irgendwie was anderes... Tipp. Jetzt kann ich es gar nicht anwählen. Ja. Okay. Gefühlt würde ich sagen, wir haben jetzt hier soweit die Munition eingesammelt, die wir einsammeln konnten. Kann ich hier noch irgendwas nachladen? Ja. Da hinten liegt noch was. Ihr habt das doch gerade auch gesehen, oder? Hier hat es doch geleuchtet. Rang. Schatz? Schatzi, schenk mir ein Erfolgserlebnis. Alter. Das sind Schritte aber, oder nicht, die man da hört? Oh, da oben kommt auch noch ein richtig fettes Anwesen oder irgendwie sowas. Tipp. Ja, ich kann wahrscheinlich über die Säulen darüber. Ja. Ich möchte nur mal eben kurz hier gucken. Weil in dem ganzen Getümmel... Diese Tröten hier, ne? Finde ich geil. Ich finde das super gemacht. Ich dass hier noch irgendwie was versteckt ist oder so. Schätzchen vielleicht. Würde ich mir nie verzeihen, wenn ich jetzt hier eins übersehen würde. Wow. Okay, ja, das ist auch ein toller Tipp. Ja, aber ich glaube, anscheinend ist hier nichts. Hätte ich jetzt fast gedacht.
Ach, guck mal. Oh. Da, da, da. Wie schön er hier fröhlich durch die Gegend springt. Moment, war hier gerade was? Dass wir dann hier wieder was leuchten sehen. Ach ja, ich liebe es. Ja gut, okay. Zu sein. Was ist das? Ein alter Brunnen oder so anscheinend. Okay. Ja, da brunnt jetzt heute nichts mehr. Okay. Let's go. Natürlich geht's noch weiter. Das ist jetzt sinnvoll, dass ich zum explosiven Fass springe. Ich könnte eigentlich mal wieder speichern, oder? Darf ich das gerade? Nein. Doch. Interesting. 20%. Abgestürzt? Ach so. Das Kapitel heißt so. Ich war gerade etwas schockiert für eine Millisekunde. Abgestürzt? Ich hab doch die Konsole richtig runtergefahren gestern. Wer weiß? Was? Thorsten Bruns von Karglas erfreut das nicht? Allein, dass du den Namen kennst, Rick, das ehrt dich schon sehr. Ja doch. Ey, ohne Scheiß. Hier hat doch gerade auch was geleuchtet, oder nicht? Oder? Ja, hallo. Verzierter Goldring. Geil. Gülden. Können wir hier noch höher? Könnten wir. Theoretisch gesehen, oder? Ja. Theopraktisch vielleicht auch. Also habe ich mir die Schritte eben doch nicht eingebildet. Komme ich... Nee. Wow, ach so, das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, aber ja. Moment einmal. Das wollte ich. Okay. Max, moin! Dave, das alte Falkenauge. Ach, du geile Sau. Ach, Max, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Zur Begrüßung kriegst du sofort hier so ein Erledigt ihn. Natürlich nicht von mir, sondern nur von den Piefken hier. Und jetzt meine obligatorische Frage natürlich. Hast du schon mal Uncharted 1 gespielt? Oder hast du schon mal 1 Uncharted gespielt? Dies würde mich interessieren. Okay. Da ist er! Springt jetzt die Tür auf? Nee. Weil es eine Tür aus Stahl ist. 2020 habe ich die ganze Reihe weggeknüppelt. Ja, mega. Also ich spiele es gerade zum allerersten Mal. Das hier ist gerade die zweite Let's Play-Aufnahme. Oh, war das jetzt sinnvoll? Ja, super. Genau. Na lo. Oh! Hola! Geht da! Muy bien! Hab mich hart verknallt. Ja, ich mich auch.
In euch und in das Spiel, liebe Leute. Auch wenn es unmöglich scheint, es ist... Ach ja. Die Kampfmucke ist weg. Sind jetzt hier keine Leute mehr? Da würde ich glatt sagen, das ist ein... Ein höchst erbauliches Spektakel. Mit einem ganz anderen... Ja. Ja, ja. Nee, okay. Ich hab mich zu früh gefreut. Wow, okay, das war ein geiler Headshot. Ja, ja, das war jetzt nicht so sinnvoll. Nee, hast du recht. Musst du mich jetzt extra noch damit triezen? Die Knöpfe musst du lauter machen. Was? Süß, wie Katja Burkhardt. Süß, wie Katja Burkhardt sagen würde. Ach, Leute, ihr macht mich fertig, ey. Huch, oh, da konnte ich sogar noch was aufsammeln. Moment. Was liegt denn hier alles? Kann ich von hier? Moment. Kann ich? Ja, das kann ich sogar. Oh, das ist geil. Das gefällt mir sehr gut hier, die. Moment. So, genau. Das Blöde ist nur, ich sehe sie hier gerade noch nicht. Ach, die Musik passt hier gerade so gut. Wenn man das Musik nennen kann. Die Sounds. Das sind die Sounds des Dschungels. Nee. Yes. Hocken die hier die ganze Zeit hier hinter oder was ist jetzt los? Wow! Tatsächlich! Runter! Nein! Ihr Pisser! Haltet ihn auf! In die Eier! Gleich bist du tot, Flugzeugmann! Ja, das wollte ich gerade eigentlich auch machen. Okay. In die Eier. Ich sehe. Los geht's. Mist. Ach Mann, komm. Sauber durch die Stirn. Shit. Oh, das sind auch schon wieder so viele hier, ey. Ja. Mist. Okay. So, bisschen Munition einsammeln hier. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Kann ich hier hoch? Nein. Flugzeugmann, was? Ja, das ist die geilste Beleidigung. Der Flugzeugmann. Ist ein bisschen wie Telefonmann vielleicht von Helge Schneider. Nur die Weiterentwicklung. Next Generation. Ich seh ihn! Ey, dafür kriege ich kein Achievement von wegen, du hast einen Gegner angeschossen und dann hat er sich selber mit einer Granate gekillt. Das finde ich schade. Danke.
Danke. Gibt's hier noch irgendwie was zu finden? Ihr kennt mich. Oh ja. Gibt's sogar noch einiges. Also nicht das, was ich eigentlich meinte. Keine Trophäe, aber meinen tiefsten Respekt. Das finde ich gut. Aber ich muss ganz sagen, jetzt momentan, so die letzten 30, 40 Minuten, ist das Spiel schon ganz schön. Das ist jetzt nicht einfach, alles. Für mich zumindest. Andere denken da wahrscheinlich, hahaha, ich mach das mit links und rechts gleichzeitig. Aber. Ja. Nein. Kann ich noch irgendwas einsammeln? Nein. Was ist das hier eigentlich für eine Tempelanlage? Hey, wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Von da, das ist nicht eine gute Richtung. In Ordnung. Da drüben ist er. Fang! Granate! Na los! Ist das derselbe Typ, der gerade von der Granate... Du willst mir jetzt... Okay. Da oben ist, glaube ich, ein Schatz oder so, ne? Kann das sein? Da ist er! Freudensprung. Sauber durch die Stirn einbringen! Was hast du für... Was? Oh! Die Empfindlichkeit fürs Zielen wird irgendwie etwas doll eingestellt. Ja, das Problem ist... Wie gesagt, ich muss das... Das hatte ich auch schon in der Aufnahme vorhin gesagt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es haben will. Ob ich das... Also schnellere Zielen oder lass langsamere Zielen... Vielleicht mache ich das mal so. Guck, ob das besser läuft. Ja. Wie gesagt, ich finde das sowieso ein bisschen. Ich fand das immer. Bisschen schwierig. Oh, da legst du die nieder. Ja. Ja, da hinten habe ich nämlich was Glänzendes gesehen. Ha! Mit Mustern dekorierter Silberring. Schön. So. Ich denke hier immer die ganze Zeit, hier kommt die nächste Fuhre gleich. Ich rede nicht von der Müllabfuhre. Aber anscheinend... Uncharted ist das nicht so. Für Strecken von Gegner zu Gegner ist es in der Regel leichter, das nicht im Zielmodus zu machen und fürs Ziel mit dem Gegner selbst meist dann im Zielmodus mit einigermaßen niedriger Empfindlichkeit... Das nicht im Zielmodus zu machen. Inwiefern jetzt nicht im Zielmodus? Ich bin ja automatisch im Zielmodus, wenn ich anvisiere. Oder was meinst du jetzt genau? Oh. Achso, nee, hier kann man her. Ich dachte gerade schon.
Aber ich könnte doch hier drauf, ne? Carl Creighton, Dankeschön für den Cheer. Vielen, vielen Dank. Übrigens, ne, Carl Creighton ist schon seit 18 Monaten Sub. Das ist krank. Im positiven Sinne. Möchte ich sagen. Ah, Moment, da oben ist auch noch eine Kante. Aber wie komme ich denn da hin? Ah, von hier? Nee. Ah, das könnte helfen. Ja, es ist jetzt die Frage. Pumpgun, ne, so Schotze, ja auch Bock drauf, aber hier habe ich halt wesentlich mehr. Moment, kann ich die auch austauschen? Dass ich jetzt Schotze oder, ne, kann ich nicht. Das ist doch doof. Ich würde gerne. Nö, macht er nicht. Das ist entweder AK oder Schotze. Naja, gut. Gemeint ist, dass du, wenn du einen Gegner fertig hast, nicht weiter anvisierst, sondern die Kamera regulär ausrichtest und dann wieder in den Zielmodus. Ja, okay, ja. Könnte ich auch mal ein bisschen mehr versuchen. Es ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Also, wenn man nur so zwei, drei Gegner vor sich hat. Aber hier hatten wir ja eben, ja, Gegnerwellen letztendlich. Und dann immer wieder aus diesem Zielmodus rauszugehen, ist halt, ja, ich fühle mich irgendwie sicherer. Ich drück's mal so aus, wenn ich im Zielmodus bleibe, wenn das Sinn ergibt. Aber du hast natürlich nicht Unrecht. So. Kann ich denn jetzt hier rüberspringen? Wäre schön. Ja, kann ich. Okay. Kann ich. Nee, bleib doch. So. Liegt da oben irgendwas, was ich haben will? Oh, ich käme vielleicht irgendwie auf die Mauer da drauf, oder? Oben links. Aber ich wüsste nicht wie. Von da, hier vorne. Ich wollte gerade mit L1 mich umsehen. Reflexhaft, deswegen. Ja. Oder? Ah, ich will das doch nochmal versuchen. Oh, Moment. Ja, ja, da oben geht's weiter. Das hatte ich mir schon gerade gedacht, aber. Aber hier will er nicht. Und da oben ist halt so eine Mauer, wo man vielleicht noch drauf kann. Das sind halt so Fummeleien im Detail. Ja. Weiß ich, halte mich hier schon wieder viel zu lange auf. Das ist mir schon bewusst, aber. Es war ein ziemlich krasses Geräusch dafür, dass er einfach nur so einen kleinen Hoppel da hochgegangen ist. Ich glaube, manchmal will das Spiel einen auch so ein bisschen natzen, habe ich den Eindruck. Weil hier, ne, ist eine Kante. Da komme ich aber jetzt hier nicht ohne weiteres drauf. Was ist denn? Moment. Ne. Nichts zu machen. So, hier oben. Aber ich sehe da auch nichts. Ich würde dann wahrscheinlich auch was leuchten sehen, könnte ich mir vorstellen. Hier ist auch nichts. Nee. Ja gut, okay. Dann machen wir einen Abgang, würde ich sagen. Further it goes. Timer hatte ich gestellt, okay. Achso. Huch. Achso. Das war die Geschichte.
Flup. So. Arzen! Nate! Sei doch mal so Nate und... Genau, spring mal rüber. So, schön, 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 schön. Ja, 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 ja. Mhm. Ja. Schön. So, kann ich von hier...